Lasst die Welt los, denn ihre Wege führen nur zu Gotteslästerung und Sünde. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. 25. November 2005. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy stellte diese Frage für mehrere Familienangehörige. Herr, dürfen wir unseren Lieben immer noch Geschenke geben, solange es nicht am 25. Dezember geschieht und wir es nicht Weihnachten nennen? Das sagt der Herr des Himmels und der Erde. Sollt ihr Kinder des Ungehorsams weiterhin meinen Namen lästern, den Namen, welchen ich meinem Sohn gegeben habe? Wie es der Herr befiehlt, lasst euer Ja ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Gehorcht oder gehorcht nicht. Geliebte, macht nur das, was ich euch befohlen habe und folgt ihm, den ich euch gesandt habe. Nehmt nicht teil an den sündigen Dingen, die dem Herrn alle zusammen ein Gräuel sind. Noch ersetzt meine Gebote mit diesen abgeschwächten Geboten der Menschen. Hört auf, aus diesen verschmutzten Quellen zu trinken, denn ich hasse all ihre schmutzigen Traditionen. Ich verabscheue ihren Anblick. Sie sind verdorben. Böse Werke und Ehebrüche, Hurerei, die von euren Vorvätern heruntergereicht wurden. Götzendienste aller Art, sagt der Herr, euer Gott. Das sagt der Herr zu all jenen, die wirklich danach streben, in ihrem Herzen verwandelt zu sein. Jene, die nach meinem Namen und meiner Herrlichkeit suchen und die den Namen meines Sohnes anrufen. Kennt ihr mich wirklich? Und falls ihr euch danach sehnt, mich zu kennen, wie ich wirklich bin, dann lasst diese Welt hinter euch und verlasst ihre bösen Wege. Kommt heraus aus ihnen und seid abgesondert. Nehmt an nichts teil, was unrein ist, und ich werde euch erretten. Geliebte, versucht nicht, euch darüber hinwegzusetzen, indem ihr sagt, ich mache diese Dinge mit einem reinen Herzen. Der Herr wird es schon verstehen, denn ich mache diese Dinge aus Liebe. Ja, alle Dinge, die ihren Ursprung in der Liebe haben, sind gut und dem Herrn durchaus wohlgefällig. Denn ich kenne eure Herzen, Geliebte, auch eure Absichten. Doch jene, die mich lieben, müssen meinen Anordnungen gehorchen und meinem Geist Beachtung schenken. Denn beide stimmen überein. Es steht geschrieben, Gott ist Liebe, und wenn ich Liebe bin, dann gehorcht mir, so wie ich euch geliebt habe. Erinnert euch an meine Anordnungen und gehorcht meinen Geboten, offenbart jedem Außenstehenden, dass ich tatsächlich eure erste Liebe bin. Und dass ich allein eure Anbetung verdiene. Deshalb schenkt eure Liebe und Aufmerksamkeit nicht mehr den Dingen dieser Welt, denn sie vergehen, und ihr sollt auch niemanden mehr lieben als mich. Oder habt ihr diese Schrift vergessen? Wer seinen Vater oder seine Mutter, seine Schwester oder seinen Bruder, seine Tochter oder seinen Sohn mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Dies sagt euer Erlöser, Gott im Fleisch, er, der gestorben ist, damit ihr leben werdet. Deshalb ehrt ihn, der alles für euch aufgegeben hat, sogar bis zum Tod, indem ihr alles in eurem Leben opfert, was nicht von ihm ist. Kreuzigt euer Leben ihm zuliebe, denn dies wird euch in eine größere Erkenntnis führen, was Erlösung wirklich bedeutet. Das Wissen und die Akzeptanz der Wahrheit, die absolut ist, sie steht für immer auf einem Hügel,
hell und leuchtend, unverrückbar, unumstößlich, geschrieben auf dem ewigen Stein, welcher zum Haupteckstein wurde, der Berg, der die ganze Erde erfüllt, für immer und ewig. Amen. Also, meine geliebten Kleingläubigen, opfert alles, was von dieser Welt ist, nehmt an nichts teil, was meinen Namen entehrt. Macht es zu einem Opfer der Enthaltsamkeit für all das, was ihr in den vergangenen Jahren getan habt, und seid komplett abgesondert. Bleibt rein während diesen 31 Tagen, die auf euren letzten Kalendermonat fallen, und lasst jene, die meinen Namen entweihen, ihre Hurereien, Einbildungen und Sünden zur Schau stellen, bis die Zerstörung kommt. Und jene, die zu mir gehören, sollen sich in Sack und Asche hüllen und eine Wehklage vorbringen für all jene, die in ihren Sünden schwelgen und die Entweihung lieben, für jene, die zu Söhnen und Töchtern Satans geworden sind, während sie in ihrer Ignoranz verharren. Eine sehr bittere Ignoranz. Geliebte, gebt nicht ein einziges Geschenk, teilt lieber das, was euch in meinem Namen gegeben wurde, denn ich bin die einzige Wahrheit, der einzige Weg, das einzige Geschenk und die einzige Erlösung, freigegeben durch die Gnade, akzeptiert im Vertrauen, glaubend, dass ich bin, wer ich bin, denn ich bin das einzig wahre Geschenk, das für alle Menschen gegeben ist, er, durch welchen alle ewiges Leben erlangen können.